Die ersten Sonnenstrahlen haben wir in diesem Jahr schon gesehen. Auch das erste Mal die 25 Grad haben wir schon geknackt. Und das bedeutet, die Nachbarn fangen wie wild an, die Pflanzen zu setzen, den Rasen zu mähen. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, natürlich auch die Autos zu pflegen, die jetzt in den letzten Monaten, über die Wintermonate, durch Schnee und Eis, durch Salze und dergleichen auf der Straße dann doch ordentlich gelitten haben. Was man natürlich braucht, um sein Fahrzeug vernünftig herzurichten, egal ob jung oder alt, ist die passende Pflege. Und genau die zeigen wir Ihnen in den kommenden 60 Minuten. Ich bin alleine heute im Studio, aber nicht alleine im Laufe dieser Sendung. Denn der Kai ist draußen bei uns auf dem Parkplatz und wird Ihnen natürlich mal zeigen, wie gut unsere Artikel für die Fahrzeugpflege tatsächlich funktionieren. Kai, wie sieht's denn aus? Bist du noch trocken? Ja, ich bin ja da. Hier ist der Muffi. Hallo. Ich bin derjenige, der jetzt zeigt, wie man die Autos sauber macht. Natürlich, klar bin ich noch da, Carsten. Und wir wollen Ihnen jetzt mal zeigen, was alles mit günstigem Geld möglich ist. Mit Pearl-Produkten, sogar mit Dekra-Prüfsiegel und hervorragenden Tests. Und anfangen wollen wir hier an dem Auto mal als allererstes mit dem Felgenreiniger. Nach dem Winter Sommerfelgen wieder drauf und man merkt, der Bremsstaub ist noch da. Ja. Und was mache ich dann? Dann benutze ich aus unserem Vierer-Set, dem ersten Set, was wir Ihnen vorstellen, einen hervorragenden Felgenreiniger. Ich habe den schon mal 5 Minuten einwirken lassen. Das sollten Sie normalerweise 10 Minuten lang machen. Aber ich möchte Ihnen den Effekt von dem Felgenreiniger gerne mal zeigen. Und dazu hole ich mir jetzt meinen Felgenreiniger nochmal und werde jetzt einfach mal hier die Felgen noch ein ganz klein wenig einsprühen und dann werden Sie mal sehen, wie ein Effekt von einem richtig vernünftigen Felgenreiniger funktioniert. Und dazu würde ich unseren Felix einfach mal bitten, dass er mit der Kamera nah drauf geht. Wir haben es jetzt leicht angelöst und jetzt schauen Sie sich mal an, wie schön hier Bremsstaub sich dann wirklich verabschiedet. Und so kriegen Sie Ihre Felgen absolut perfekt sauber. Wow. So sollte das Ergebnis sein. Schau das mal an, Carsten. Hey, das ist der Hammer. Guck dir das an hier. Und gerade nach dem Winter, da ist der Bremsstaub hier so richtig fest angebacken. Da fährt man auch nicht so oft durch die Waschanlage. Also das ist ein beeindruckendes Ergebnis hier. Die leuchtet ja richtig, wow. Und hier sehen Sie einfach, wie wirklich der ganze alte Bremsstaub dann wirklich abfließt. Natürlich können Sie gerne noch mal mit der Zahnbürste nacharbeiten, weil in den Felgenholben innen drin bleibt immer ein bisschen was hängen. Aber so kriege ich in kürzester Zeit mit einem vernünftigen Felgenreiniger, und da müssen Sie nicht mal auf ein teures, super teures Markenprodukt gehen, einen perfekten Effekt hin. Und ich kann natürlich gerne mal am Schluss noch mal ein bisschen nachstreichen, aber Sie sehen, wie perfekt sich die ganze Sache hier von der Felge löst. Und das ist eben in unserem Vierer-Set für einen sensationellen Preis mit drin. Und das kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, wie Sie gerade am Ergebnis selber sehen. Ist übrigens nicht das erste Mal, dass der gute Kai da draußen steht und seine Felge bearbeitet. Ja, muss man wohl dazu sagen, ist ein absoluter Autofanatiker. Ich kann es nachvollziehen, denn gerade so ins Frühjahr, wenn das Wetter einfach passt, sollte das Auto blitzen und blinken. Gleichzeitig kommen dann natürlich auch wieder die Insekten ins Spiel. Und auch das ist immer eine etwas unangenehme Geschichte, gerade bei so einer langgezogenen Motorhaube wie bei dem Fahrzeug, was wir jetzt draußen bei uns vor der Einfahrt stehen haben. Aber auch da haben wir in dem Vierer-Set das passende Mittel dabei, oder? Ganz genau. Im Vierer-Set ist natürlich auch ein Insektenentferner mit drin. Mhm. Den habe ich jetzt auch mal schon mal voraufgesprüht und zeige Ihnen mal, wie ein Ergebnis mit einem vernünftigen Insektenreiniger funktioniert. Und da geht es jetzt um Folgendes. Der Lack darf nicht angegriffen werden. Insektenreste haben normalerweise eben auch eine anlösende Wirkung des Lackes. Und wenn ich schnell genug arbeite, und das zeige ich Ihnen jetzt auch mal, dann kann ich eben der ganzen Sache vorbeugen. Und wenn wir jetzt mal auf die Motorhaube gehen, ich habe jetzt hier vor 4 Minuten schon mal angeweicht. Dann werden Sie jetzt mal sehen, wie ein Insektenreiniger hier auch funktionieren kann. Schauen Sie sich das mal an. Hier geht auch vom Nummernschild, das löst sich alles wunderbar runter. Wenn es mal ein bisschen härter drauf sein sollte, das ist überhaupt kein Problem, zeige ich Ihnen mal, wie es ohne Druck mit dem Mikrofaserhandschuh, den zeigen wir Ihnen auch gleich, runtergeht. Ich gehe einmal hier drüber. Wow. So, schauen Sie mal, wie sich das anlöst. Und genau so soll eben ein Insektenlöser funktionieren. Und damit haben Sie auf Dauer immer eine perfekte Front. So sollte ein Insektenreiniger funktionieren, damit Sie wirklich ein perfektes Ergebnis kriegen. Gerade hier beim weißen Lack ist es sehr schön zu sehen. Und wenn Sie dann sagen, okay, zum Schluss einfach noch mal drüber sprühen, können wir auch hier oben noch mal schön sehen. Hier haben wir noch so einen kleinen Bereich. Da gehe ich noch mal drüber, löse das an. Und das war's. Und schon ist das ganze Auto von den Insekten befreit. Und das ist auch ein großes Merkmal. Es gibt viele Insektenreiniger, die ein Schweinegeld kosten, muss man wirklich so sagen. Aber hier in der Vierer-Kombi und nochmal, Dekra geprüft, das ist ganz wichtig. Und mit Dekra-Prüfsiegel und natürlich auch als sehr gut bewertet, ist das natürlich ein perfektes Ergebnis, Carsten, oder? Stark, ich bin sehr beeindruckt, weil gerade das Problem mit den Fliegen, das kennt man gerade bei so einer langgezogenen Motorhaube, gerade auch bei dem Fabrikat hier. Auf der Scheibe funktioniert das auch, ne? Perfekt, wunderbar. Kannst du für das ganze Auto einsetzen. Und auf der Scheibe sehen wir es jetzt in den Armen.
Abendstunden nicht mehr so perfekt, aber wichtig war mir, dass man hier den Effekt sieht, wie fantastisch hier die Fliegen abgelöst werden, ohne dass Rückstände auch hier drauf bleiben. Das ist ganz wichtig. Wahnsinn. Jetzt hast du die Stoßstange so schön sauber gemacht. Wie sieht es denn mit der Motorhaube aus? Wir haben da auch eine Politur im Set. Ganz genau. Und da kommen wir zum nächsten Punkt und auch gleich in der Verbindung mit zwei anderen Produkten. Ich gehe mal rüber. Und es gibt von uns in diesem Set eine Auto-Hochglanzpolitur. Und auch die möchte ich Ihnen mal zeigen. Vom Auftrag her völlig einfach. Das heißt, ich gehe auf die vorgereinigte Fläche drauf. Ich zeige es jetzt einfach mal. So eine ganz leicht milchige Flüssigkeit. Und damit fange ich dann an mit unseren Pads, die wir Ihnen auch noch gleich zeigen, hier in kreisenden Bewegungen einfach mal aufzupolieren. Und was man jetzt schon sieht hier auf der Motorhaube, vielleicht kann man es durch die Kamera erkennen, dass so ein ganz leichter schwarzer Film außenrum entsteht. Und das ist das, wo die Autopolitur uns natürlich auch noch Kleinpartikel, Kleindreck ohne Probleme aus dem Lack rausholt und uns nachher hier, ein bisschen antrocknen lassen muss man es, aber das zeige ich gleich nochmal mit dem Poliertuch dann, hier ein perfektes Ergebnis macht. Schön ist jetzt in die Abendstunden rein, dass der Lack gleich glänzen wird wie verrückt. Und auch hier mal so kleine Rückstände, wie Sie es gesehen haben, die kriege ich ohne Probleme mit der Politur auch noch mal runter. Das heißt also, auch hier fliegen Dreck, solche Kleinigkeiten, die da sind, die kann ich wunderbar damit aufarbeiten. Helle den Lack auf, gebe dem wesentlich mehr Tiefenglanz bei der ganzen Sache und von der Auftrage, vom Druck her, überhaupt kein Problem, das geht total easy. Ich habe hier gar nicht viel Druck. Und jetzt merkt man sicherlich auch schön im Licht, wie stumpf der Lack wird. Und das ist jetzt eben die Politur, die ich dann 2, 3, 4 Minuten einwirken lasse. Das Ergebnis zeige ich Ihnen dann gleich. Deswegen mache ich bloß eine Hälfte der Motorhaube nicht und die andere schon, weil wir hier vom Licht her sehr schön sehen können, was dann passiert mit der ganzen Sache. Das ist auch komplett im Set mit drin. Für den Preis, Carsten, sowieso unglaublich. 4 Produkte à 500 Milliliter für so ein perfektes Ergebnis am Auto. Für unter 13 Euro übrigens das komplette Set. Wir werden Ihnen gleich die entsprechenden Daten noch mal einblenden. Eins haben wir Ihnen bis jetzt noch unterschlagen und das ist natürlich auch die Cockpitpflege. Genau. Wir werden uns gleich das Ergebnis tatsächlich auch von der Politur noch mal anschauen. Das dauert 2, 3 Minuten, bis das Ganze eingetrocknet ist. Entsteht so ein ganz kleiner staubiger Film drauf, den werden wir gleich noch runternehmen. Das Ergebnis zeigen wir Ihnen. Jetzt gehen wir aber auch mal ins Fahrzeuginnere. Auch da hat man natürlich gerade jetzt über den Winter sicherlich mal den ein oder anderen Fußabdruck mit schmutzigen Schuhen mal ins Auto gestiegen. Der Regen hat den Rest und der Schnee natürlich den Rest besorgt. Wie sieht es denn damit aus, Kai? Kriegen wir da auch gute Ergebnisse mit hin? Kai, bist du bei mir? Ja, ich bin noch da. Wir haben bloß hier draußen immer so ein bisschen Funkprobleme. Okay. Wenn ich etwas weiter zum Auto gehe, ist es weg. Aber diese Cockpitpflege kann ich Ihnen aus der Erfahrung raus sagen. Wir haben ja heute mit einem anderen Auto auch schon gearbeitet. Frischt einfach alle alten Kunststoffteile wieder auf. Wenn Sie zum Beispiel so eine Kunststoffmanschette an Ihrem Schaltknauf haben, waren früher bei Renault, also bei den Franzosen gang und gäbe, und die werden dann mit der Zeit so matt, gehe ich mit diesem Cockpitreiniger drauf und die fangen wieder richtig schön an, Tiefenglanz zu kriegen. Das ganze Material hält auf, fängt auch wieder an, weicher zu werden, weil natürlich ältere Kunststoffe, die früher gegen UV-Licht noch nicht so resistent waren, irgendwann mit der Zeit brüchig werden. Und wenn ich mit so einer Cockpitpflege draufgehe, dann habe ich natürlich ein Top-Ergebnis. Der ganze Kunststoff hält wieder auf, wird teilweise auch wieder dunkler. So wie es eigentlich ein professioneller Aufbereiter auch machen würde, um einfach dem Innenraum mehr Glanz zu geben und die ganze Sache wieder wie neu aussehen zu lassen. Da kann ich Ihnen sagen, dieses komplette Pflegeprodukt, diese 4 Produkte, sind für das Geld ein absoluter Hammer. Ich habe selten so schnell, wie man es gerade beim Insektenreiniger und auch beim Felgenreiniger gesehen hat, so eine absolute tolle Wirkung gehabt und natürlich auch so ein Endergebnis. Und das Gleiche ist es bei der Cockpitpflege auch. Wir müssten jetzt bloß, da fällt mir dann leider der Funken ein bisschen aus, das ist aber nicht so schlimm, einfach dann nachher nochmal zeigen, wie das aussieht. Können wir vielleicht auch nochmal im Einspieler zeigen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich kann Ihnen nur sagen, bestellen Sie sich das 4er-Set. Sie machen sich das Aufbereiten und das Frischmachen für den Sommer, für den Frühling, für Ihr Auto absolut einfach und easy. So, und jetzt wollen wir mal einen Film dazu zeigen. Also, Film ab. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist natürlich jetzt auch wirklich schon so etwas in die Jahre gekommen. Und das werden Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie vielleicht ein etwas älteres Auto fahren. Bei dem Flam 9-Modell hat man da jetzt wenig Handlungsbedarf, gerade im Cockpitbereich. Aber gerade bei Autos, die vielleicht schon 1, 2 Jahre auf dem Puckel haben, ein paar tausend Kilometer runter, sprüht man das ganz einfach nur ein. Wir sehen das hier, wie einfach das funktioniert. Übrigens auch diese runden Pads, die Sie hier sehen, die zeigen wir gleich auch nochmal. Die sind perfekt für solche Pflegesituationen geeignet. Und schauen Sie sich das mal an hier, wie das schon anfängt zu glänzen. Das holt also richtig schön die Farbe aus dem Kunststoffmaterial. Meistens ist es das ja raus, holt auch aus den Poren den Schmutz raus. Das sieht man hier. Das macht natürlich auch das Ganze so etwas grau. Das sieht einfach nicht mehr schön aus im Laufe der Jahre. Da setzt sich Staub in die Poren rein und das kriegt man natürlich mit der Cockpitpflege ganz hervorragend wieder raus. Also 4 Teile liefern wir Ihnen nach Hause. Ein Rundum-Sorglos-Paket ist quasi die Schönheitskur für Ihr Fahrzeug, egal ob jung oder alt. Ich denke, ein bisschen Pflege kann jedes Auto vertragen, ganz besonders im Sommer, wenn die ganzen Fliegen kommen und dergleichen, wo man natürlich auch etwas häufiger unterwegs ist bei schönem Wetter, gerade am Wochenende mit der Familie, man einen schönen Ausflug machen möchte. Da muss das Auto einfach blitzen und blinken. Ich bin ja auch so, kenne das von früher noch. Ich habe früher meinen Roller geputzt, während mein Vater seinen Wagen sauber gemacht hat am Samstagnachmittag. Die Konferenzschaltung im WDR aus der Bundes
Bundesliga. Da zehre ich heute noch von. Ja, vielleicht mache ich das mit meinem Sohnemann auch mal irgendwann. Sie können das tun mit der PV 7022 und der 569. Und nochmal bitte für unter 13 Euro das vierteilige Set. Das ist das Rundum-Sorglos-Paket für ganz, ganz kleines Geld. Ganz genau. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal eine der nächsten Produkte, nämlich diese beiden Polierpads, die ich hier in der Hand habe, die erstens mal aus ganz feiner Mikrofaser bestehen, das heißt auch die Lacke nicht zerkratzen und gleichzeitig innen drin aber noch Schaumstoff haben, damit ich an jede sicke Ecke und Kante von der Prägung vom Blech auch wunderbar hinkomme. Ich habe gerade eben mit der Politur hier angefangen, auf einer Seite der Motorhaube zu arbeiten und ich zeige Ihnen mal, wie perfekt ich jetzt mit diesen Pads aufpolieren kann. Und ich hoffe, dass wir das jetzt durch den Lichteinfall auf der Motorhaube schön sehen können und deswegen fange ich jetzt mal an, hier ganz einfach mit ganz wenig Druck diese Politur auszupolieren. Und jetzt schauen Sie sich mal das Ergebnis an, was jetzt hier anfängt zu leuchten. Das ist so unglaublich. Ich habe überhaupt nicht viel Druck. Die Mikrofaser nimmt natürlich nur den Oberflächenpolierbereich runter. Und ansonsten bleibt mir eine perfekt glänzende Motorhaube. Schauen Sie sich das mal an. Also ich sehe es hier im Licht perfekt. Das Ergebnis ist ein Traum. Und so kann eine Motorhaube natürlich mit passenden Polierpads aussehen. Weil, eine ganz wichtige Sache, wenn Sie heute zum Beispiel mit einer Poliermaschine aus dem Baumarkt arbeiten, dann haben Sie meistens das Problem, wenn Sie nicht wissen, wie Sie mit dem ganzen Ding agieren sollen und Sie drücken zu fest drauf, dann kann es sein, dass Ihnen der Klarlack heiß wird vom Auto und dann gibt es Schlieren, die Sie nachher nicht mehr rauskriegen. Deswegen empfehle ich Ihnen, definitiv alles aufzupolieren. Hier haben wir übrigens auch noch mal einen Film für Sie und da gucken wir jetzt mal rein. Das ist auch beeindruckend. Ich sage mal, gerade jetzt hier auch bei etwas älteren Lacken sieht man auch, wie die Farbe schon deutlich herauskommt. Und das wirklich ohne Druck, ohne dass man hier wie früher mal auftragen und polieren musste. Da konnte man sich nachher im Stehen in Kniekehlen kratzen, wenn man fertig war. Das geht natürlich jetzt hier mit solchen Pads wesentlich einfacher. Die sind natürlich innen drin so ein Stück weit gepolstert. Das heißt, sie haben also einen natürlichen Puffer, der den Lack also wirklich ganz schonend behandelt. Wobei das auch mit Lederpflege, mit Kunststoffpflege und natürlich mit Wachsen und Versiegelungen und Polituren und dergleichen hervorragend funktioniert. Sie kriegen nicht nur einen von uns, Sie kriegen sogar zwei Pflegeschwämme von uns. Ist ein Sparset, zwei Stück sind drin. 12,5 cm vom Durchmesser und sind gerade für solche Pflegeaktionen bestens geeignet. Nicht nur zum Herunternehmen oder zum Auftragen von Polituren, auch einfach mal so, um vielleicht auch mal zwischendurch über das Armaturenbrett drüber zu streichen, um auch Staub und dergleichen davon zu entfernen. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, vor allen Dingen für unter 9 Euro. Würde ich da einfach mal zugreifen. Oder Kai, was meinst du? So, wenn Sie jetzt mal sehen, wie das Ergebnis hier draußen ist und man sieht es vielleicht vorne auf der Motorhaube, noch die matte Politur drauf und hier hinten strahlender Glanz und das ohne Druck. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ich habe mir den Lack nicht auf der Oberfläche wieder verkratzt mit so einer Politur, weil eine Politur hat ja gleichzeitig auch Schleifmittel drin, sondern ich habe den Riesenvorteil, dass ich hier mit den Mikrofaserpetzen, jetzt schauen Sie sich mal, was ich hier runterhole noch nach dem Polieren, was ich da für ein Ergebnis kriege. Die Motorhaube spiegelt und glänzt, das ist sagenhaft. Das ist ein weißer Mattlack, den wir hier auf dem Auto drauf haben. Und der zeigt einfach mal, wenn wir sehen, dass ich hier ohne Kratzer ein absolut perfektes Ergebnis hinkriege. Und so sollte für mich Autopflege aussehen, weil ich hier in einem Set wirklich absolut alles kriege. Und die Pads sind unverzichtbar, das sage ich Ihnen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Ich arbeite ja hier mit den Dingern auch. Und ich finde es einfach klasse, weil ich jederzeit das Gefühl für den Druck habe. Und eine professionelle Poliermaschine, liebe Leute, die kostet heute Unsummen und die kann sich auch nicht jeder leisten. Wenn man dann sagt, ja, 4, 5, 6 Nachbarn kaufen die sich zusammen, dann geht es wieder die Querelen, die Schreitereien. Wer hat sie denn, wer nimmt sie denn, wer braucht sie denn? Hier habe ich meine Pads und die im Zweierset für das Geld sind unbeschreiblich gut, weil ich eben auch in Fugen, in Kanten hier jederzeit ohne Probleme vorne an der Motorhaube reinarbeiten kann und auch mal punktuell, wenn ich noch eine kleine Stelle habe, wirklich jederzeit nachpolieren kann und habe aber wirklich die Pads so schön mit 12,5 cm Durchmesser in der Hand, dass ich hier perfekt arbeiten kann. Die bestellen Sie sich bitte auf jeden Fall mit dazu, die sind eine Sensation, die Dinger. Kann man natürlich auch waschen, bis 40 Grad Klar. In der Maschine, jederzeit waschbar, das heißt, da werden Sie lange Jahre Freude dran haben. Und wie gesagt, ohne Druck arbeiten, zwei Stück bekommen Sie hier von uns für den Preis von unter 9 Euro sogar. Ist die PV 7509 und die 569 noch hinten dran. Dann wäre das sicherlich mal eine tolle Ergänzung für das, was wir Ihnen an anderer Stelle auch schon in Sachen Politur, Cockpitpflege, Felgenpflege und dergleichen vorgestellt haben. Und natürlich sehen wir uns das noch mal ganz kurz eben im kleinen Film zu Spiele an. Gerade jetzt auch hier, gerade bei älteren Lacken, ist es meines Erachtens eigentlich fast unumgänglich, dass man einfach mal über die Lackpflege nachdenkt. Denken Sie bitte also nicht nur an die Schönheit Ihres Fahrzeugs. Es geht nicht nur darum, andere Leute zu beeindrucken oder selber zufrieden zu sein. Es geht natürlich auch zum Großteil ein Stück weit um die Werterhaltung Ihres Autos. Und wenn Sie ein Auto wieder irgendwann nach ein paar Jahren verkaufen wollen und haben da so einen blassen Lack, der vielleicht auch noch leicht verkratzt ist, dann glaube ich nicht, dass Sie den Wert erzielen werden, den Sie sich eigentlich vorgestellt haben. Deswegen investieren Sie vielleicht ein paar kleine Euro einfach mal in die Pflege Ihres Fahrzeugs, innen wie außen. Diese Pads unterstützen das Ganze natürlich und dann
Hobbys sind Sie damit auf der sicheren Seite. Nochmal für Sie zusammengefasst, unsere Autopflegeschwämme im Zweierpack natürlich, der Make-up-Schwamm fürs Auto im günstigen Doppelpack mit der PV7509 und der 569 für unter 9 Euro kommen die zwei Stück zu Ihnen nach Hause. Da kann man sicherlich für das Geld einmal einen zweiten oder mal einen dritten Satz bestellen, für einen guten Freund oder für einen Nachbarn oder für die Partnerin oder den Partner. So, jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Und da schwöre ich drauf, das finde ich total klasse, weil wenn Sie sagen, Sie haben ein schönes Auto und jetzt zum Frühling soll es auch richtig klasse aussehen morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, dann kann ich Ihnen hier nur unser Deep Crystal Polish empfehlen und das hat einen ganz entscheidenden Effekt. Das sieht nämlich nach der Einpolitur so aus, als ob der Wagen gerade frisch gewaschen wäre. Und wie das aussieht, während Carsten Ihnen das Produkt ein bisschen weiter erklärt, das zeige ich Ihnen jetzt mal, weil ich das Produkt hier habe und natürlich arbeiten werde. So. Hier sehen wir es, ist ein bisschen dunkler. Das verteile ich einfach mal ein bisschen auf der Motorhaube. Deswegen hatte ich absichtlich nur die erste Hälfte gemacht. Nehmt natürlich wieder hier unsere Polierpads und fange mal an, den ganzen Bereich hier schön einzuarbeiten. Auch mit dem Kotflügel, damit ich Ihnen das mal in aller Ruhe zeigen kann. Das Blättchen nehmen wir mal raus hier. Sieht aus wie Sonnenmilch. Ja, genau, eigentlich schon. Ist ein bisschen dunkler, hat auch seinen Sinn, weil natürlich verschiedene Wachsinhaltsstoffe oder Kanauberwachs auch drin sind. Und die poliere ich ein. Und wichtig ist, dass am Anfang, das sehen wir jetzt schön, so eine richtig matte Oberfläche entsteht, die ich dann nachher natürlich aufpolieren kann. Ich nehme natürlich jetzt noch ein bisschen was und mache gleich die Kotflügel noch mit, weil da kommt es auch super schön zum Tragen. Perfekt jetzt eigentlich mit dem Abendlicht zu sehen. Trag das einfach in aller Ruhe auf, polier es und massier es ein, ohne viel Druck. Schauen Sie mal, können Sie sogar noch Reste von Dreck noch mit runternehmen. Schauen Sie sich mal den Unterschied hier an. So, das ist jetzt einfach nur die Politur. Und ich lasse das jetzt in aller Ruhe erstmal ein bisschen einwirken. Ist übrigens auch gar nicht schlecht für Scheinwerfer, weil ich natürlich durch das Karnauberwachs nachher einen Abperleffekt kriege. Und den zeige ich Ihnen nachher auch noch, weil Wasser haben wir genügend da. Das lassen wir jetzt in aller Ruhe ein bisschen eintrocknen. Und dann gehe ich gleich nochmal mit dem zweiten Polierschwamm drüber. Ich hoffe, man sieht es jetzt schön in der Kamera. Carsten, sieht man das, wie matt es wird auf der Motorhaube? Also ich denke schon. Ich habe ja auch eigentlich eher so diesen typischen Wet-Look erwartet. So das, was man normalerweise also auch an anderer Stelle von diesen typischen Showcars kennt. Wenn man so auf die Messen geht oder in den Autohaus selber, die ganz flammneuen Fahrzeuge, die sehen fast aus, als wenn sie gerade frisch aus der Waschanlage kommen. Das ist eigentlich so der Effekt, den ich dabei auch erwartet habe. Kriegen wir gleich noch zu sehen. Den kriegen wir natürlich noch hin. Jetzt muss natürlich erstmal unsere Politur ein bisschen antrocknen. Das ist ganz normal, damit natürlich die Wirkstoffe oder die Inhaltsstoffe auch sich am Lack festhalten können. Deswegen muss ja jede Politur normalerweise ein bisschen antrocknen. Man sagt so 6 bis 8 Minuten. Bei Sonnenschein würde ich Ihnen empfehlen, schneller zu arbeiten, sonst brennt sich das ein. Und jetzt nehme ich ganz normal wieder unser Polierpad und traue mich das sogar jetzt schon und fange mal hier vorne auf der Ecke an, einfach mal zu zeigen, wie denn der ganze Effekt kommen wird. Da muss ich jetzt noch ein bisschen fester drüber gehen. So. Und das ist natürlich jetzt bei den etwas kühleren Temperaturen draußen noch nicht so ganz der Brüller, aber Sie sehen, es trocknet an. Und jetzt kommt hier, und das sieht man, glaube ich, hier vorne wunderschön, so eine richtig so, als ob der gerade frisch, wirklich aus, muss man ein bisschen nachpolieren, aber wirklich frisch, also ganz leicht die Unebenheiten, als ob der gerade frisch aus der Waschstraße kommt. Und das ist für mich ein Effekt, der macht ein Auto nachher so richtig schön sexy, bringt die Ecken und Kanten raus, bisschen ins Licht arbeiten. Ich muss natürlich jetzt hier mit sozusagen Scheinwerfern arbeiten, ist aber auch nicht so schlimm. Und wenn wir uns jetzt mal den Politurlack hier, diesen Glanz angucken, dann muss ich ganz ehrlich sagen, müsste eigentlich sofort nach Hause mein Auto polieren, weil das ist ein absoluter Traum. Ja? Also ein richtiges Perlweiß, was du da hingemacht hast. Also dieser typische Wet-Look, den man von diesen Showcars kennt, wenn die Jungs natürlich hier die ganzen Autoaufbereiter und so weiter, die ganzen schicken Autos dann für eine Messe vorbereiten oder dann eben im Autohaus, die ganzen Neuwagen, die da rumstehen, die sehen genauso aus wie das, was wir Ihnen da gerade zeigen. Das sind natürlich auch zum Teil Dinge, die die Herrschaften dann auch selber dann in der Werkstatt verwenden, um die Fahrzeuge dann schön herzurichten. Wir werden Ihnen da gleich noch eine Gummipflege zeigen aus berufenem Hause und dergleichen, wo Sie sagen, genau so muss ein Fahrzeug aussehen. Aber das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Hey, siehst du das? Das ist der Hammer, oder? Wow. Also der Tiefenglanz, der hier rauskommt. Man muss natürlich, ist es jetzt natürlich zu meiner Entschuldigung zu sagen, ich habe es noch nicht richtig fertig antrocknen lassen. Aber wenn man sich den Effekt mal anguckt. Guck dir das an, du spiegelst dich ja richtig in dem. Ist der Hammer, oder? Ja, guck mal hier. Wow. Perfekt. Und damit kriege ich einen tiefen Glanz, so einen Wet-Look hin, als ob das Auto eben gerade frisch vom Band kommt. Und das können wir Ihnen natürlich auch aufgrund des Preises nur wärmstens ans Herz legen, weil man hier einfach sensationelle Ergebnisse kriegt. Ich bin froh, dass wir hier ein Matt-Weiß haben vom Lack her, damit man mal sehen kann, wie schön die ganze Sache jetzt am Schluss anfängt zu glänzen. Ja. Wird das auch mit dunklen Lacken funktionieren? Funktioniert viele haben schwarze Lacken. Autos, dunkelblau, Anthrazit. Da wird natürlich dann die Tiefenschärfe von so einem Lack oder sagen wir mal die dreidimensionale Wirkung natürlich noch ein bisschen intensiver. Also ich empfehle es für alle. Boah, Wahnsinn! Ich empfehle es für alle Lacke. Ja. Hammer! Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier auf die Motorhaube, mache da mal weiter, vielleicht mal ein bisschen mehr Fläche zu sehen. Können wir schon erkennen. Ja, noch also ein bisschen. Ich finde es schon ausgesprochen beeindruckend. Ja, also das ist wirklich eine Sache. Ich empfehle es Ihnen, probieren Sie es aus. Ich poliere jetzt natürlich wirklich nur mal ein Stück aus, damit wir hier mal
boah, den Vergleich sehen können. Also Leute, das ist echt ein absoluter Knaller. Das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Das sieht ja affenscharf aus. Nährt und pflegt den Lack. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Für unter 15 Euro, noch nicht mal 15 Schleifen für ein Auto, was so aussieht, als wenn es gerade frisch vom Band gelaufen wäre. Da wird man absolut Sie darauf ansprechen. Ist die PV7500 wow. Und die 569 für unsere Autopflegepolitur. Für Nassglanz wie im Autohaus. Also wirklich ein richtig schicker Wetlook, den wir haben. 473 Milliliter sind drin. Und Sie haben gesehen, gerade für die riesengroße Motorhaube hat der Kai wirklich gerade mal ein paar Spritzer gebraucht. Also da werden Sie viele, viele Durchgänge tatsächlich Freude mit haben. Wir machen weiter mit unserem Wasch- und Polierhandschuh. Das ist der Pfiffi, den Sie gerade schon ganz kurz in der Kamera gesehen haben. Und der funktioniert wirklich wie ein klassischer Handschuh, ist natürlich deswegen praktisch, weil man hier nicht irgendwo eine Gummioberfläche oder sowas hat, sondern wirklich das Gefühl der Finger hier auf den Lack, auf die Oberfläche projizieren kann. Kann man damit arbeiten, Kai? Was meinst du? Also erstens mal spricht er auch für sich selber. Und zweitens ist das Tolle, das, was Sie gerade mit dem Polierpad gemacht haben, wenn Sie zum Beispiel jetzt Ihr Auto schamponieren wollen, das heißt Handwäsche machen wollen, dann geht es natürlich super einfach, hier natürlich mit der ganzen Hand mit passendem Druck arbeiten zu können. Und ich habe den jetzt Gott sei Dank in der Hand, um ihm mal zu zeigen, wie dann Fläche poliert werden kann, weil jetzt trocknet langsam unsere Politur hier an. Und dann haben sie natürlich noch viel mehr Möglichkeiten nachzuarbeiten. Und das geht wirklich auch sensationell und super schnell. Boah, weil ich viel mehr Fläche... Boah, Leute, guckt euch das mal an, wie das aussieht auf der Motorhaube. Das ist echt der Knüller. Ich nehme das jetzt wirklich nach mit nach Hause. So, und damit kriegen Sie natürlich noch viel mehr Fläche hin und vielleicht auch mal so ein paar kleine Teerrestchen oder irgendwas, was Sie normalerweise drauf hätten, können Sie hier in einem Arbeitsgang komplett mit abziehen. Also wenn das keine, so, noch hier nochmal, wenn das keine perfekte Motorhaube ist, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und das eben mit dem Mikrofaserhandschuh ist eine super Sache, weil ich eben gerade hier mal so überfalze, so wie ich das hier sehe, mit der ganzen Handfläche drüber arbeiten kann und eben partiell noch Stellen wirklich auspolieren kann, wenn ich sage, ich mache es ganz pingelig, wie ich jetzt, um ein perfektes Ergebnis hinzukriegen. Und natürlich auch, ich habe alle fünf Finger, mit denen ich arbeiten kann. Man hat ja ab und zu mal so einen Falz, wo ich einfach nur mit so einem Daumen lang gehen will, dann ziehe ich mit dem Daumen einfach durch. Das Ergebnis, Carsten, haut mich hier nochmals, auch in der zweiten Sendung, völlig vom Hocker, muss ich ehrlich sagen. Also das ist wirklich beeindruckend, aber der scheint mir abgeschlossen zu sein hinten, oder? Da ist so eine Gummidichtung dran. Damit er uns nicht wirklich jetzt vom Handgelenk rutschen kann, hat er hier ganz normal hinten richtig so einen Gummizug dran, damit er sitzt wie ein fester Handschuh. Da kann ich natürlich einerseits sagen, Politurauftrag, einmal umdrehen und dann Nachpolitur. Das ist übrigens auch jederzeit in der Maschine zu waschen, also überhaupt kein Problem. Der kommt ja nun für wirklich mini-kleines Geld zu Ihnen nach Hause. Den kann ich nur wirklich für jeden Bereich des Autoputzens wärmstens empfehlen. Das Ganze für unter 4 Euro, um das ruhig mal zu beziffern, ist die PV7351 und die 569. Also ganz egal, ob Sie jetzt Wachse, ob Sie Polituren oder vielleicht auch Lackversiegelungen und dergleichen auftragen wollen, wenn Sie vielleicht auch mal im Fahrzeuginneren ganz gerne mal so im Armaturenbrettbereich unterwegs sind, gerade mit der Cockpitpflege, die wir Ihnen eingangs unserer Sendung gezeigt haben, kann man so einen Handschuh wirklich hervorragend gebrauchen, gerade so diese kleinen Lamellen, die Lufteinlässe und dergleichen, da kommt man manchmal so schwer rein. Da nimmt man normalerweise die Q-Tips. Hier haben Sie wirklich die Beweglichkeit in den Fingern, auch ruhig mal mit dem kleinen Finger so in die kleinen Falzen rein. Das ist wirklich eine hervorragende Geschichte und waschbar ist der gute Wasch- und Polierhandschuh dann eben in der Maschine bis 60 Grad sogar, also auch wenn er mal richtig schmutzig sein sollte und nach dem Winter wird er das sicherlich sein, nach der ersten Autopflege, dann schmeißen Sie ihn einfach in die Wäsche, bei 60 Grad ist er jederzeit waschbar. Hör mal, das sieht richtig gut aus hier. Wann machen wir denn die zweite Seite? Ich habe gerade aus einem Mattlack, einem Nicht-Metallic-Lack, eigentlich einen Metallic-Lack gemacht. Hey, das ist unglaublich, Carsten, wenn du das hier draußen sehen wirst, mit unseren Scheinwerfern wieder spiegelt. Das ist hier schon beeindruckend, Kai. Man sieht es hier. Wie das sich alles noch drin zu abzeichnen, das ist echt unglaublich. Also gerade dieses Wet Polish ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und wie gesagt, mit dem Mikrofaserhandschuh sehen Sie sehr schnell, wie Sie die Ergebnisse hinkriegen. Wenn Sie jetzt trockene Politurreste haben, können Sie das natürlich auch jederzeit mal kurz ausschlagen. Überhaupt kein Problem. Insofern hier wirklich, den kann ich zu jeder Autowäsche nur empfehlen. Können Sie natürlich aber zum Beispiel innen drin auch fürs Armaturenbrett verwenden, wenn Sie es mit Cockpitpflege sauber machen wollen, weil Sie da natürlich auch wunderschön in jede Ritze reinkommen. Ne? Wäre auch was für die Anne, oder? Bleiben die Finger heile, die Fingerdegel. Ja, ganz genau. Ja? So, hier nochmal für Sie zusammengefasst, unseren Wasch- und Polierhandschuh für unter 4 Euro. Liebe Leute, also noch nicht mal 4 Euro, da würde ich gleich 2 oder 3 Stück von bestellen. Auch mal für die Kinder vielleicht, für die Partnerin, für den Partner, sowas kann man immer gebrauchen. Für Lack, Chrom und natürlich auch für Kunststoffteile, auf die sanfte Tour sozusagen, bestellen Sie mit der PV7351 und der 569 für unter 4 Euro.
4 Euro. So, jetzt werden wir aber nicht nur die ganzen Tücher und Handtücher bzw. Handschuhe zeigen. Natürlich geht es weiter mit der Lackpflege. Und auch da haben wir jetzt was richtig Illustres im Programm. Glanzpolitur, speziell natürlich auch für ältere, vielleicht verwitterte Lacke. Ist das empfehlenswert, Kai? Was meinst du? Definitiv, weil ich natürlich aus alten, stumpfen Lacken, wo natürlich die klassische Klarlackoberfläche einfach mit der Zeit rau und offenporig geworden ist, hier eben Politurmittel oder sagen wir mal Zusatzstoffe in den Lack wieder mit reinbringe, der erstens mal wieder konserviert, zweitens UV-Schutz drin und drittens natürlich den Lack und die Farben auch wieder auffällt. Ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz hier am lebenden, fahrenden Beispiel oder stehenden Beispiel mal schnell zeigen, wie diese Wet-Politur hier das Wasser abperlen lässt. Gehen wir einfach mal so drauf, schauen Sie sich das mal an. Also ich find's ehrlich gesagt schon fast sexy, muss ich sagen, wie perfekt das hier abperlt. Da bleibt eigentlich nichts übrig. Und das ohne Fahrtwind. Wenn jetzt der Fahrtwind noch dazu kommt, bleibt ja gar nichts mehr hängen. Wäre sofort weg. Ja. Stark. So, um mal zu zeigen, dass da wirklich dann auch nichts bleibt und dass die Mikrofasertücher auch richtig schön aufnehmen. Ich gehe jetzt einmal hier auf die nasse Stelle mit unserem Mikrofasertuch drüber und schon ist der Lack wieder trocken. Sehen Sie das? Tja. Stark. So, das ist beeindruckend. Reden wir mal über die Lackpflege, die du da gerade in der Hand hast. Lackkonservierung, speziell für ältere Lacke. Jetzt hast du da ein relativ neues Modell stehen. Macht nichts. Aber das holt trotzdem die Farbe noch mal etwas raus oder frischt die Farbe etwas auf. Und da haben wir jetzt noch mal richtig was drauf. Und also nicht richtig, da kann man auch ganz fein mit umgehen. Mhm. Und natürlich hier auch leichte Schleifpartikel mit drin. Und das Ergebnis werden Sie jetzt gleich sehen. Ich poliere den mal ganz kurz grob mit dem großen Tuch ein. Da brauche ich auch nicht viel Druck. Man sieht, es wird sofort wieder matt. Und auch da kriege ich eben die letzten Kleinigkeiten wunderbar mit runter. Jetzt wird das wieder... Oh, das riecht so gut. Krass. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du sagst, wie es riecht. Herrlich, dieses Karnauberwachs im Anteil mit da drin. Das ist natürlich auch super lecker vom Geruch her. Das heißt, da macht das Arbeiten eben nicht nur Spaß, sondern es riecht auch gut. Und jetzt sehen wir schön, wie die ganze Sache hier auch wieder matt wird. Und das lassen wir jetzt auch ein bisschen antrocknen, weil jede Politur natürlich ihre Ablüftzeit braucht. Mhm. Wir sind jetzt heute schon ein bisschen in den Abendtemperaturen drin. Das kann, wenn wir ein bisschen schlieren sind, muss man drüber polieren, nachpolieren. Wir werden es aber trotzdem perfekt hinkriegen. Hier ist der Vorteil, 500 Milliliter eben auffrischen mit UV-Schutz, damit die Lacke auch nicht mehr nachaltern können. Von RS1000 hier, das ist ein super Produkt, was ich Ihnen wirklich, wenn Sie jetzt sagen, ich habe ein 10, 12 Jahre altes Auto, vielleicht haben die Kiddies gerade einen neu gekriegt. Ja? Das bedeutet also einen gebrauchten, so einen kleinen Opel oder irgend sowas. Und da ist der matt ein bisschen Lack. Speziell bei diesen klassischen Nicht-Metall-Lacken, dieses Rot, das Grün, das Gelb. Gab ja damals so teilweise bei Opel auch so ein paar knallige Farben. Und damit kriege ich das einfach wieder absolut hin. Der Lack wird wieder richtig dreidimensional, fängt an zu glänzen und kriegt wieder Tiefe, wie man heute beim Profi sagt. Und das kriege ich mit der Politur einfach sensationell hin. Ja. Wie ist das eigentlich mit der Waschanlage? Kann ich damit durch die Waschanlage fahren? Muss ich danach wieder von vorne anfangen oder hält das mal für 2, 3 Waschgänge? Das kommt natürlich darauf an, welche Waschstraße ich benutze und welches Programm ich nehme. Wenn ich jetzt sage, natürlich mit Tiefenreinigung, Schaum, allem drum und dran, sollte ich nach der 2. oder 3. Wäsche dann schon nochmal wieder drüber gehen, weil so erhalte ich mir natürlich teilweise auch die Pflege. Im Normalfall, wenn Sie sagen, Hochdruckreiniger sauber machen, können Sie das locker ohne Probleme 2, 3, 4 Mal von der Wäsche auch eben so lassen, wie es ist, weil da eben mit dem Karnauberwachs hier eben auch die Inhaltsstoffe so oben drauf bleiben, dass es halt ein perfekter Lackschutz ist. Und das werden wir auch gleich sehen, wenn ich abpoliert habe und das Wasser noch mal drüber laufen lasse. Weil der Effekt ist einfach sensationell. Also wirklich faszinierend, was wir Ihnen hier gerade zeigen. Natürlich ist auch hier der UV-Filter drin, ein besonderer Schutz vor Sonnenstrahlen. Das heißt, wenn Sie die Politur einmal aufgetragen haben, haben Sie tatsächlich also auch die nächsten, ich behaupte mal 3, 4, 5 Jahre, auch zunächst einmal Ruhe. Das heißt, der Lack bleicht natürlich dann auch nicht mehr so aus. Es hat ja einen Grund, dass der Lack ein Stück weit verwittert. Je älter das Auto wird, steht wahrscheinlich im Freien draußen, ist Wind und Wetter ausgesetzt. Und natürlich, egal wie gut der Lack irgendwann mal seitens des Herstellers versiegelt wurde, der bleicht einfach aus. Ja? So, und wenn Sie dann natürlich jetzt hier die Politur auftragen, haben Sie auch einen natürlichen Schutz vor diesen unschädlichen UV-Strahlen, die den Lack einfach unschön aussehen lassen im Laufe der Jahre. So, und jetzt bin ich einfach nochmal mit der Politur draufgegangen und jetzt wird es echt heftig, weil was hier jetzt an Glanz abgeht, das ist absolut nochmal ein richtiger Knüller. Und das zeigt eben das Karnauberwachs. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Das ist eine perfekte, glatte Oberfläche. Und jetzt kommen wir mal mit dem Wassereffekt. Jetzt pass auf, jetzt wird es richtig spannend hier. Guck dir das an. Geht ruhig nochmal nah drauf. Hier, das, guck mal hier, das ist ja Wahnsinn, fast wie diese Nanoversiegelung auf der Scheibe. Ganz genau. So, und wenn das jetzt abläuft und wie gesagt, wie es Carsten vorhin richtig sagte, bei Fahrtwind passiert dann Folgendes. Da bedeutet das dann, wenn das Zeug drauf war, wische ich das einfach so
runter. Wow. Und es bleibt effektiv nichts drauf, außer diesem leichten Nasseffekt. Das sehen Sie, die Feuchtigkeit ist drauf. Das wird aber so wegtrocknen, dass Sie einfach am Schluss gar nichts mehr sehen. Und das ist der Riesenvorteil an dieser Politur. Das hat man natürlich auch, ich sag mal, bei älteren Lacken, die einfach stumpf geworden sind. Klar. Wo natürlich die auch etwas porös geworden sind im Laufe der Zeit. Da bleibt ja auch alles hängen. Da bleiben also sämtliche Staubpartikel oder auch Abgase von den anderen Autos gerne mal im Lack hängen. Insofern verwittert der natürlich immer weiter. Bei so einem bei so einem relativ flammneuen Auto, da sieht das natürlich etwas anders aus. Aber auch da muss man ganz klar sagen, auch neue Autos wollen gepflegt werden, damit es eben gar nicht erst dazu kommt, dass der Lack verwittert. Vor allem, man hat jetzt den Effekt gesehen. Das ist das Wichtige. Das heißt, der hat sofort so mit so einem tiefen Glanz angefangen zu leuchten. Und das nach der kurzen Zeit. Wir halten natürlich jetzt im Moment aufgrund der Sendung nicht ganz die Trockenzeiten ein. Darf man auch nicht vergessen. Aber fantastisch ist es zu sehen, wie schnell ich den Effekt hier habe. Und gerade jetzt in den Abend rein mit der Außenbeleuchtung ist einfach toll zu sehen, wie schön dieser ganze, der ganze Vorgang hier und wie einfach der geht. Weil Sie haben es gesehen, ich habe hier 3-4 Mal drüber poliert. Das war's eigentlich. Ja. Also wirklich beeindruckend. Und das für unter 7 Euro, liebe Leute. Also ganz ehrlich, wenn Sie Ihr Auto schützen wollen, gegen UV-Strahlen, wenn Sie vielleicht ein etwas älteres Auto fahren, wo der Lack einfach etwas in die Jahre gekommen ist, etwas verblichen ist, möchten das Fahrzeug vielleicht verkaufen oder einfach noch ein bisschen Glanz rausholen. Ja, man möchte ja auch selber ein schönes Auto fahren, dann greifen Sie zu. PX 7531 und die 569, die Lackpflege, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, mit einem halben Liter Inhalt, 500 Milliliter, für unter 7 Euro zu haben. Und wir bleiben noch ein Stück weit bei der Fahrzeugpflege im Außenbereich. Das Thema Wachs ist ein ganz entscheidender Faktor für die Profis. Bei den Laien ist es häufig so, dass sich da manchmal die Spreu vom Weizen trennt. Der eine sagt, Wachs ist ein Muss, der andere sagt, lass mich in Ruhe damit. Wie siehst du es? Also Glanzwachs ist für mich ähnlich wie Hartwachs, zeigen wir nachher auch nochmal, der absolut wichtigste Abschluss bei einer richtig guten Lackpflege, weil ich damit meinen Lack konserviere. Das heißt, ich gebe dem eine Schutzschicht obendrauf, die eben wesentlich widerstandsfähiger zum Beispiel gegen Insektenschmiss, all diese Geschichten ist. Und ich habe das jetzt ganz dünn aufgetragen, absichtlich nochmal auf die vorpolierte Stelle drauf, um das nochmal ablüften zu lassen, um gleich mal zu zeigen, was da noch bei rumkommt. Und dann machen wir den Wassereffekt nochmal und dann wird es noch dramatischer. Ja. Das heißt, Politur auffrischen und nachher auf jeden Fall entweder mit Hartwachs, zeigen wir Ihnen noch von Sonax, haben wir auch im Programm, oder hier unser RS1000, das Glanzwachs. Und ACE-Test hat hier auch als Preis-Leistungssieger abgeschnitten. Das ist auch mal ganz wichtig. Das heißt, wir haben Top-Produkte, die draußen im Fachhandel, im Handel überhaupt auf dem Markt, als ausnehmend gut betitelt werden. Das ist mir immer wichtig, dass wir auch zeigen können, wir haben für extrem günstiges Geld absolute Top-Produkte im Programm, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut unschlagbar sind. Das kommt ja noch dazu, also wenn ich mir das Ganze hier mal so anschaue, so 6, 7 Euro mal so für so eine Flasche Politur, ganz ehrlich, da zahle ich also locker im Fachhandel mal so meine 15 bis 20 Euro für eine vergleichbare Pulle. Riecht gut? Das riecht, Jod. Ich sahne dich. Du wirst noch zum Wachsschnüffler hier. Definitiv. Aber da ist natürlich auch wirklich zum Großteil eben nur wirklich natürliche Inhaltsstoffe drin und Kanauberwachs speziell jetzt hier bei dem Wachs. Und ich fange es jetzt gleich mal an aufzupolieren, weil das ist schön abgetrocknet. Ist echt der absolute Burner. Wenn ich mal sehe, wie das Ergebnis hier gleich rüberkommt. Ich muss da gar nicht mehr viel Druck machen. Ich gehe jetzt drüber, auch wenn Sie sagen, ja, der hat ja schon 5-mal Autopolitur drüber. Jede Schicht an sich schützt natürlich und konserviert nochmal. Mhm. Und das Glanzergebnis jetzt hier, und Sie sehen das, ich habe überhaupt nicht viel Druck. Das ist der Wahnsinn. Ey, das ist jetzt echt der Knüller. Das ist nochmal so eine richtige Pfanne obendrauf. Und das zeigt mal, wie einfach das geht. Und jetzt, liebe Leute, guckt euch das mal an. Das ist nämlich nochmal ein Riesenunterschied zum ersten Mal. Jetzt sieht man richtig, dass das Wasser richtig kleine Tropfen bildet. Guck dir das an, das läuft ja so schon runter. Ja. Wie gesagt, wenn jetzt so ein bisschen Fahrtwind dazukommt, ist die Motorhaube trocken. Ja, da passiert gar nichts mehr. Ähnlich, wie du es vorhin schon sagtest, wie unser Nano-Effekt. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Sie sehen immer, ob ein Lack heute dicht ist oder nicht, wenn er runde hier Tropfen bildet. Schauen Sie mal, das läuft alles von selber ab. Stark. Da warten wir jetzt eine Viertelstunde, dann ist eigentlich das ganze Wasser von selber abgelaufen. Effekt hier zu sehen ist natürlich perfekt. Das Wasser verschwindet einfach. Hier der nächste große Tropfen, der sich sammelt und gleich sozusagen sagt, ey, das ist mir zu glatt hier, ich gehe vom Auto runter. Das ist ja wie so ein Lotus-Effekt, das kennt man aus der Natur. Eigentlich schon, ganz genau. Guck mal hier, da kommt da der große Tropfen. So, Wahnsinn. Schauen Sie sich das mal an. Und dahinter bleibt nichts als absolut sauberer, glatter Lack übrig. Und für das Geld, liebe Zuschauer, ist das unglaublich, was aus dieser 500 Milliliter Tube hier rauskommt. Das ist ein absoluter Knüller. Ich kann es Ihnen wirklich wärmstens empfehlen. Sie sehen es hier, alles läuft weiter ab. Das ist also sozusagen dann nur noch durch Newton wird die ganze Sache runtergezogen. Das ist echt ein Effekt, wo ich sage, so soll ein perfekt gepflegtes Auto aussehen.
Stark, also wirklich beeindruckend. Das heißt also erst, dass das Auto vernünftig pflegen, das heißt also einmal durch die Waschanlage ganz fahren, genau, würde reichen und dann den Wachs drauf. Und dann sieht das so aus, wie wir das jetzt gerade hier haben. Ja. Speziell natürlich auch für neue Autos, wir hatten das Thema eben. Jederzeit, klar. Ja. Jeder Lack muss gepflegt werden, gerade heute die mineralischen Lacke, die wasserbasierenden, ja, die heute eben auch diese Klarlackschicht oben drauf haben. Das kennst du ja selber, wenn du da ein bisschen zu fest drüber polierst, hast du sofort diese ganz feinen, leichten Schlieren drin. Und die siehst du in der Gegensonne. Ja. Ganz genau. Und da kann ich eben super mit so einer Politur auch angehen, weil die mir nämlich diese ganz leichten Kratzer eben perfekt auffüllt. Und das Ergebnis, wie gesagt, ich mach's jetzt mal so, das Wasser ist einfach unten. Da kann überhaupt nichts mehr passieren. Und das würde mir mit einem schlecht gepflegten Lack eben nicht passieren. Sondern ja, da wäre es eben so, dass genau diese Runden, die hier da sind, diese runden Tropfen sich eben nicht entstehen, sondern einfach so ganz leicht oval werden, je nachdem, wo sie rumhängen. Und hier sind auch schon die nächsten, die sich jetzt verabschieden. Das ist für mich erstens mal definitiv den Lack auffrischen, das heißt mit der Politur. Mhm. Meistens ja leichte Schleifanteile mit drin, um eben den alten Klarlack oben ein bisschen anzuschleifen, um dann nachher mit der Politur rüberzugehen, um solche Ergebnisse zu erzielen. Das ist wirklich ausgesprochen beeindruckend, hat vor allen Dingen noch einen ganz positiven Nebeneffekt. Das heißt, wenn Sie jetzt natürlich dann im Sommer unterwegs sind und ein paar Fliegen gekillt haben auf der Autobahn, dann können die natürlich auch nicht mehr so locker festhaften. Wir bleiben zwar drauf haften, aber Sie kriegen sie wesentlich leichter wieder runter. Auch das speziell bei neuen Autos ein hervorragendes Plus. PX 7532 und die 569. Für unseren Glanzwachs, für die Kfz-Lackpflege, Sie haben das gesehen, 500 Milliliter sind drin. So strahlt Ihr Auto wirklich dauerhaft. Speziell für neuere oder auch lackintensiv gepflegte Fahrzeuge ist das genau das Richtige für Sie. Für unter 7 Euro würde ich nicht lang nachdenken, sondern wirklich zugreifen. So, jetzt wird es nochmal richtig wild bei uns. Jetzt gibt es den Ultimate Wipe. Ja, das hat aber nichts mit irgendeinem wilden Looping-Fahrgeschäft auf der Annakirmes in Düren zu tun. Das hat jetzt tatsächlich etwas mit einem perfekten Poliertuch zu tun. Wir haben Ihnen schon die Pads gezeigt und wir haben den Handschuh kennengelernt. Jetzt gucken wir uns mal die Mikrofasertücher an. Sind die wirklich so gut, wie ich das im Vorfeld erwartet habe? Allein das ist nur die Mimik, die ich Ihnen sagen kann. Dieses Mikrofasertuch ist ein absoluter Knaller, weil es sich im Gegensatz zu vielen anderen Mikrofasertüchern um eine ganz große, entscheidende Kleinigkeit, könnte man sagen, unterscheidet. Und zwar habe ich hier die Mikrofaser so gewebt, dass ich ganz kleine Dreiecke habe. Ich habe jetzt die ganze Politur gerade eben mit dem Mikrofasertuch schon gemacht. 40 x 40 cm und es hat keine Nähte. Es ist am Rand sozusagen endlos umgenäht. Das bedeutet, ich kann mir da auch nichts verkratzen oder habe nicht irgendwas, was umklippen könnte. Und dieses Poliertuch für das Geld ist eine absolute Sensation. Das ist für das absolut perfekte Finish notwendig, weil die Mikrofaseranteile hier so fein gewebt sind, dass mir hier eben kein Feinkratzer entstehen kann. Und ich möchte das jetzt auch mal von der Aufnahme her zeigen, was dieses Tuch kann. Jetzt haben wir extra noch den Rest an Feuchtigkeit hier drauf. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wenn ich das jetzt abziehe, dann gehe ich jetzt einmal hier mit dem Mikrofasertuch so hoch und runter. Wow, das ist aber saugfähig, hör mal, das gibt's ja gar nicht. Guck dir das an. Trockene Seite hinterher. Und das ist kein Polo, das sind 5er BMW. Das ist ja eine ganz schöne Menge, eine ganz schöne Fläche, die du da sauber machst. Perfekt abgetrocknet. Beim zweiten Mal drüber gehen. Wenn Sie eine Kleinigkeit haben, können Sie gerne noch mal drüber gehen. Schauen Sie sich mal das Ergebnis an. Wow. Und diese Mikrofasertücher sind für alle die Pflegeprodukte, die wir Ihnen jetzt hier in der Sendung zeigen, natürlich ideal. Das Schöne ist für immer, ich kann es so groß oder so klein falten, wie ich es brauche. Habe ich partiell jetzt ein bisschen Dreck, wo ich sage, muss ich mal mit einem festen Tüchlein drüber, kann ich es mir eben dicker machen. Deswegen finde ich Tücher so schön. Oder Sie sagen, wie ich es gerade eben gemacht habe, ich habe ein bisschen mehr Fläche, dann mache ich es mir eben halb-halb, so in die Größe und kann eben mit der ganzen Hand wunderschön hier abziehen und das eben auch seitlich, zeigen wir nochmal, das ist absolut perfekt und wenn Sie sagen, eine trockene, eine nasse Seite, so ist das Ergebnis mit dem Mikrofasertuch. Für das Geld zahlen Sie bei anderen ohne Probleme für ein Zweierset 30, 35 Euro. Gucken Sie mal unseren Preis an, Carsten. Das ist echt der Knaller hier bei dem Teil. Das ist der Punkt. Wir liegen hier preislich bei unter 10 Euro. Also gerade diese Mikrofasertücher, die ich also auch schon an anderer Stelle gesehen habe, kosten tatsächlich richtig gutes Geld. Also ich behaupte, für eins in der Größe 40 auf 40 in dieser Qualität ist man locker mit 20, 25, mitunter sogar 30 Euro dabei, je nachdem, was da vom Hersteller draufsteht. Hier sehen wir es nochmal für Sie zusammengefasst. Unser Ultimate Wipe, unser Mikrofaser-Poliertuch fürs Auto, gründlich und weich, für ganz schonendes Polieren, für das perfekte Finish, würde ich mal fast sagen. Gehört eigentlich in jedes Auto rein mit der PV 7505 und der 569. Für unter 10 Euro würde ich mir nicht nur eins bestellen, da würde ich gleich zwei oder drei ordern. Die kann man immer mal benutzen. Und natürlich sind die guten Stücke auch maschinenwaschbar. Ja, das gehört dazu. Also wenn sie mal verschmutzt sein sollten, das
das gehört einfach dazu. Wenn man so einen Putzlappen hat, dann bitte einfach in die Maschine mit zur Wäsche und danach sind sie wieder einsatzbereit. Ist definitiv eine bessere Alternative als die ollen Baumwoll-T-Shirts vom Papa oder vom Opa oder was, den sie normalerweise da drin haben. So, jetzt wird es richtig hochkarätig. Die Firma Sonax kennt man als perfekten Anbieter für Fahrzeugpflege. Ich habe die Jungs immer auf der Essener Motorshow beziehungsweise auf der Automobil in Dresden und diversen anderen Automobilausstellungen immer rechts oder links neben mir. Da ist immer die Hölle los. Sind die Sachen denn wirklich so gut, wie die Leute mal sagen? Kai, ich glaube, du kannst mich gerade nicht hören. Wir sprechen gerade über Sonax. Ich glaube, der hat da wieder so einen kleinen... Bitte? Also, Moment, jetzt, mir ist gerade eben kurz das Ohr rausgegangen. Das kann bei Außenaufnahmen noch operieren. Carsten, bitte noch mal deine Frage. Es geht um Sonax. Ich habe die Jungs mitunter auf den Messen hier, so Essener Motorshow und so weiter, auch schon mal ganz gerne in der Halle oder in direkter Nähe. Da ist immer die Hölle los an den Ständen. Die Leute scheinen das wirklich sehr gut zu finden. Sind die wirklich so gut, wie man immer sagt? Also, Sonax besticht seit, ich könnte sagen, Jahrzehnten durch ständige Testsiege, eins nach dem anderen. Das sind die Leute, die sich wirklich auskennen, was Lackpflege betrifft. Ja. Sie machen schon lang genug. Und von Sonax haben wir, um eben auch zu zeigen, dass wir auch Markenhersteller günstig anbieten kann, hier nochmal ein Hartwachs im Programm. Und das ist die absolute Quintessenz beim Wachsen. Da ist es wichtig, es muss vernünftig auftrocknen, damit sich so eine ganz leichte Pulverschicht obendrauf bildet, die ich dann abpoliere. Das Ergebnis zeige ich Ihnen jetzt hier vorne auch mal passend noch, das mache ich jetzt erstmal kurz ein bisschen trocken hier, auch auf dem Scheinwerfer drauf. Weil da ist es mir auch immer ganz wichtig, wenn Sie bei Regen fahren und Sie haben vielleicht jetzt keine Scheinwerferreinigungsanlage. Das können Sie übrigens auch ganz leicht mit einem feuchten Tuch auch tragen, das ist überhaupt kein Problem. Ich fange jetzt mal hier vorne an, mit unserem Hartwachs wirklich mal hier die Scheiben zu arbeiten. Man sieht das sofort. Das wird aber etwas stumpf, ne? Genau. Mache unten den Kotflügel noch ein bisschen mit dazu. Und ganz wichtig ist, das kann ich auch satt auftragen, mache gerne noch ein bisschen mehr, dass diese Hartwachsschicht eben gleich, lass es noch ein bisschen milchig hier, dass das eben richtig schön antrocknet. Und was gleich passieren wird mit dem Hartwachs, und das ist eben der Vorteil, weil es erstmal durchtrocknen muss, das heißt, es verbindet sich mit der Lackoberfläche, habe ich dann einen riesengroßen entscheidenden, guckt das mal an, so viel zum Thema Glanzpolitur. Schauen Sie sich das mal an, liebe Zuschauer. Das ist ein polierter Lack. Die Politurrutsche ist das, ja, da die ganz Motorhaube. Genau. So, ich stelle es mal, na, das will mich nicht halten, dann halte ich es weiter in der Hand. Hartwachs hat den entscheidenden Vorteil, dass es erstmal antrocknet und dann am Schluss, wenn Sie es abpolieren, so einen ganz leichten weißen Film hinterlässt. Und auch dafür ist unser Mikrofasertuch so toll, weil das Mikrofasertuch dann eben, ähnlich wie bei seinem Messergrat zum Beispiel, nur die obersten Spitzchen, die einfach zu viel drauf sind, abträgt und ich dann nachher einfach wirklich fein einpolieren kann, eine absolut glatte Oberfläche kriege, ähnlich wie zum Beispiel, wenn ich einen Ski heute wachse. Ja? Also das ist ungefähr das Gleiche, ob ich den jetzt heiß auftrage, nachher abziehe, wenn ich den wirklich einglätte und am Schluss poliere, dann kommt eine absolut ebene Oberfläche raus und das ist der Vorteil von Hartwachs. Und Sonax, ganz definitiv, und das wissen viele von unseren Kunden draußen, ist das absolute Ding, um heute definitiv Lacke perfekt zu pflegen. Die Jungs wissen, was sie machen. Muss man da unterscheiden zwischen verschiedenen Lackarten oder Lackfarben? Ich sag mal, es gibt helle Lacke, es gibt viele bunte Lacke, die sind momentan so angesagt. Natürlich viele klassische Farben, wie schwarz, Anthrazit, dunkelblau. Muss ich da Unterschiede machen oder kann ich das für jeden Fahrzeugtyp und für jeden Lacktyp benutzen? Ich lese es mal so vor, wie es auch der Packung steht. Spiegelnder Hochglanz für neue und neuwertige Bunt- und Metallic-Lacke intensiviert die Farben, schützt dauerhaft gegen Witterungseinflüsse und ganz wichtig auch hier, entfernt Teerflecken. Das kann ja auch mal passieren, wenn auf der Straße so ein bisschen was los war. Gesetzt den Fall im Sommer mal auf der Autobahn irgendwo durch eine Baustelle durch, wo gerade frisch geteert worden ist. Sowas klebt dann gerne mal fest, das kriege ich mit dem hier perfekt mit runter. So, da ist es jetzt eingetrocknet und jetzt zeigen wir mal, was dieses Hartwachs kann. Und wie gesagt, gerade heute bei, das ist ganz wichtig, nicht mehr Glasscheinwerfern, sondern Makrolon-Scheinwerfern. Bayer AG ist ja heute einer der größten führenden Hersteller und Lieferanten für diese neuen Scheinwerfer. Das ist ja alles nur noch Kunststoff aufgrund des Gewichtes. Zeige ich Ihnen jetzt mal mit einem leicht feuchten Tuch, was jetzt passieren wird. Wow, guck dir das mal an hier, das fängt ja richtig an zu glänzen. So, und vor allem ist das Schöne, das siehst du jetzt, Carsten, dass du einfach viel besser innen in die Technik reingucken kannst, weil durch das sozusagen Hartwachs jetzt die Oberfläche, die vielleicht ganz leichte Kratzer oder Unebenheiten hat, vergütet wird. So, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen Das ist ja ein Hammer, jetzt so in der nahen Einstellung sieht man ja gar nicht mehr, dass überhaupt eine Scheibe vor dem Xenon da ist. Lassen wir es abtrocknen.
Bitteschön. Das ist der Effekt wow. von einem Hartwachs. Und das ist so genial. Und damit können Sie zum Beispiel auch den Chromzierrat vorne an, an Ihrer Niere oder wenn Sie irgendwo was haben sollten, an den Scheibenrahmen natürlich auch wieder perfekt auf Vordermann bringen. Das Sonax-Zeug ist ein absoluter Knüller. Vor allem, wir kommen jetzt mal auf den Preis, Carsten. Das ist ja bei uns auch ganz interessant. Ne? Also ich war etwas überrascht, als ich das gesehen habe, dass sowas für unter 11 Euro zu haben ist. Also gerade bei, wenn Sonax draufsteht, ein absolutes Qualitätsprodukt, seit vielen Jahren bekannt in der Branche, da hätte ich nicht erwartet, dass man irgendeine Pflegepolitur oder einen Hartwachs wie der, den wir jetzt hier gerade vorstellen, für unter 20, 30 Euro bekommen kann. Erst recht nicht bei einem halben Liter. Also das Produkt kostet normalerweise im Handel, das können wir mal ganz kurz sagen, zwischen 25 bis 29,90 Euro. Habe ich mir gedacht, ja. Können Sie gerne nachgoogeln und gucken. Und der Effekt ist, spricht ja für sich, ne? Lass uns nochmal rutschen. Und hier wirklich nochmal auf den Scheinwerfer drauf. Das ist ein absolut perfektes Ergebnis. Und ich sehe jetzt auch hier innen drin, wie diese kleinen Designelemente hier ganz anders anfangen zu glänzen als vorher. Und diesen Effekt kriege ich am besten eben mit einem klassischen Hartwachs hin. Ja? Also wirklich beeindruckend. Und das für unter 11 Euro. Es ist die PV7364 und die 569. Wenn Sie also wirklich mal eine Hartwachsversiedlung haben möchten, die den Namen Qualitätsprodukt also auch wirklich verdient, dann ist diese hier sicherlich genau das Richtige für Sie. Wir haben das gesehen, wie hervorragend das funktioniert, zum Schutz vor Witterung natürlich. Auch hier ist der Canauba-Wachs mit drin. Riecht wahrscheinlich auch wieder richtig gut, oder Kai? Ich hänge hier nur noch an der Flasche. Mann. Wahnsinn. Also es ist beeindruckend. Wir haben das gerade gesehen, also nicht nur auf den klassischen Lacken, auch vorne auf den Schutzblenden für die Scheinwerfer. Das ist ja mittlerweile heute nicht mehr klassisches Glas, wie man das noch vor 10, 15, 20 Jahren hatte. Das sind eben Kunststoffe, die da hergestellt werden. Auch die sollen gepflegt werden. Da bleiben die Fliegen normalerweise ganz genauso hängen. Da gibt es auch kleine Kratzer drauf, gerade auch an dieser Stelle. Und die kann man natürlich mal genauso versiegeln mit der Wachsoberfläche, wie wir das hier gerade sehen. Und wenn die Flasche da runterrutscht, das ist wirklich beeindruckend. Also so muss ein Lack sein. Ja, ist kein Grand Canyon mehr. Das ist jetzt wirklich hier glatt wie ein Babypopo. Wahnsinn. Das ist ein Traum, oder? Ja. So, und das ist eine perfekt versiegelte Oberfläche. Und so ist eben die Wirkung, wenn ich heute eben mit einer perfekten Wachsversiegelung arbeite. Egal, ob das jetzt nur normales Glanz, aber am allerbesten ein Hartwachs ist. Das empfehle ich Ihnen wirklich am Schluss mit einer Hartwachspolitur. Nachher schön mit unserem Mikrofasertuch rauspoliert. Das Auto, gerade bei Metallic-Lacken, kriegt eine richtig dreidimensionale Struktur und sieht total klasse aus. Danke, mein lieber Jan. So, dann kriegst du mal das Poliertuch noch von mir. Und jetzt kommen wir noch zu einem Produkt, was ich als absolut genial finde. Ganz kurz, Kai, noch. Wir haben eben noch die Grafik drin. Ist die PV7364. Und die 569 für das Sonax Hartwachs für unter 11 Euro. Also ganz ehrlich, wenn Sie wirklich Ihr Auto vernünftig pflegen wollen, dann würde ich da nicht großartig drüber nachdenken. Das sind Preise, da muss man einfach zugreifen. Wenn Sie nicht zugreifen, gehen Sie ruhig mal morgen, die nächsten Tage, wirklich mal in den Fachhandel und gucken sich das mal an. Die Artikel gibt es auch an anderer Stelle, aber garantiert nicht für diesen Preis. Windschutzscheibenwunder. Was darf ich denn darunter verstehen? Ganz einfach, nicht mehr die Thematik, sich einen Hüftknick und auch vielleicht Schulterbruch zu holen, wenn ich die Innenscheiben sauber machen will, sondern eigentlich ein ganz einfaches, wie geniales Hilfsmittel, gerade speziell heute bei Vans, bei Bussen, wo die Frontscheiben sehr, sehr, sehr weit nach vorne gehen, wo ich ein ellenlanges Armaturenbrett habe und mir immer die Frage stelle, wie komme ich da mit Glasreiniger und Ceva-Wisch und weg hin? Normalerweise gar nicht mehr. Mit unserem Fensterwischer hier ist das eine absolut geniale Sache. Hat einen Mikrofaserbezug vorne drauf. Wir liefern Ihnen 30 Milliliter Reinigungsflüssigkeit auch mit dazu. Und funktionieren tut der ganz einfach. Auch hier bei der großen Frontscheibe. Ich sprühe einfach meinen Reiniger auf die Mikrofaser hier vorne auf und habe dann den riesengroßen Vorteil, dass ich mich eben nicht mehr verbiegen muss und hier ganz einfach meine Scheibe. Da ist ein Gelenk im Kopf, oder? Bitte? Da ist ein Gelenk dran, oder? Ganz genau. Da ist ein komplettes Gelenk mit dran. Das heißt, hier um 180 Grad drehbar. Super. Komplett. Und damit komme ich natürlich im Innenscheibenbereich überall hin und kann völlig entspannt meine Frontscheibe bis unter den Ansatz. Das ist auch ganz wichtig, weil die Frontscheiben werden normalerweise heute innen drin von Verkleidungen verdeckt. Da ist immer noch so eine kleine Fuge dazwischen. Ja. Und der ist so dünn gehalten, dass ich zum Beispiel hier oben in den Bereich, wo ich normalerweise mit der Hand nicht hinkomme, natürlich auch perfekt reinkomme und hier ohne großartige Mühen natürlich perfekt bis unten an die Scheibenwischer. Man sieht es hier auch schön. Da kommst du sonst gar nicht rein. Bei ganz so dicken Fingern, da hast du dann kneifst du dir immer dann die Fingerkuppen ab mit irgendwelchen T-Shirts oder Handtüchern oder sowas, die ich da manchmal reinstopfe. Richtig sauber wird das nie, aber das sieht guck mal, du stehst ja ganz relaxed daneben hier. Völlig entspannt. Möchtest du ein Bier haben? Ja, bring mal einen Kasten, wir haben noch ein paar Produkte. Also, hier wirklich schön zu sehen, dass die Reinigungswirkung total einfach ist, weil ich keinen Druck brauche. Wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie möchten noch mal nachpolieren, überhaupt kein Problem, dann ziehen wir das erste Mikrofasertuch runter, genau das werde ich jetzt auch machen, setzen mal das zweite auf und polieren noch mal trocken nach. Gerade Leute, die rauchen im Auto, gerade im Nikotin, Sommer. Das ist eklig. Ja, ja. Und da sind so schnell Schlieren drauf. Und wenn Sie mal Ihre Innenscheibe jetzt mit unseren ganzen Produkten dann am Schluss, nachdem Sie außen alles gemacht haben, innen auch sauber machen, völlig easy zum Aufziehen, dann poliere ich hier innen einfach noch mal trocken nach.
dann kriege ich hier natürlich ein absolut perfektes Ergebnis hin und brauche eben nicht mehr Harakiri zu machen, wenn ich in mein Auto steige, sondern kann hier gerade eben auch ganz weit, wenn ich im Auto sitzen sollte, bis zu jeder Frontscheibe vorne natürlich mit unserem Reiniger perfekt arbeiten. Unser Windschutzscheibenwunder ist das neue, ist der neue Glasreiniger und das neue Küchenkrepp sozusagen, was ich da schon für Kapriolen veranstaltet habe, um die Scheibe vernünftig auszureinigen. Und dann fährst du das erste Mal bei schönem Wetter in die Sonne rein und stellst fest, dass du die Hälfte der Scheibe sowieso eigentlich wieder voller Schlieren hast. Und unter, genau. Ohne Quatsch, das ist ja auch gefährlich. Ich sag mal, gerade jetzt so in der Dämmerung, gerade jetzt so ins Frühjahr hinein, ich sag mal so um 9 Uhr ist es normalerweise duster, dann so leichter Nieselregen noch und die Autos kommen dir entgegen. Du siehst ja eigentlich kaum noch was, wenn du die Scheibe so verschmiert hast. Kommt dazu. Und das ist ein riesengroßer Sicherheitsaspekt, gerade wenn Sie zum Beispiel heute Brillenträger oder auch Linsenträger sind, dann haben Sie nämlich nochmal eine Schicht auf dem Auge drauf, da sollten abends wirklich die Scheiben schon picobello sein. In einer anderen Sendung, das noch kurz als Tipp und Empfehlung, verkaufen wir diese Nanoprotect-Versiegelung für die Frontscheiben. Ich habe die immer drauf bei meinem Auto. Auch da haben sie nochmal den Rieseneffekt, auch außen nochmal eine perfekte Versiegelung zu kriegen. Hier aber der Riesenvorteil, dass ich ohne Kraftanstrengung an der Frontscheibe, vielleicht auch wenn sie eine Limousine fahren, an der Heckscheibe, wo ja meistens auch Kopfstützen sind, ohne Verrenkungen drankomme. So einfach kann ich heute Scheiben reinigen. Und witzig ist mal wieder, dass es so ein Produkt bei uns für absolut kleines Geld gibt. Ich habe das ansonsten noch nirgendwo gesehen. Ist richtig. Ich denke ja gerade an die Scheiben im Kombi beispielsweise, so hinten zwischen der letzten Türscheibe und der Heckklappe, kleinen Dinger da. Da habe ich mir fast einen Arm gebrochen, bis ich da dran gekommen bin. Also hätte ich so ein Ding da gehabt, wäre ich natürlich sehr glücklich gewesen. 39 Zentimeter lang, das gute Stück, für unter 4 Euro. Also liebe Leute, ganz ehrlich, da müssen wir nicht mehr wirklich drüber sprechen. Für unter 4 Euro ist das auf jeden Fall im Warenkorb mit drin. Wenn Sie sich schon auch für eine andere Pflegepolitur oder für einen schönen Wachsauftrag oder was entschieden haben, würde ich das auf jeden Fall mit dazu bestellen. Zwei Tücher sind drin, ne? Zwei Mikrofaser komplett dabei, die natürlich auch wieder maschinenwaschbar. Ja. Und das ist natürlich die tolle Sache, weil ich diese Mikrofasertücher immer wieder verwenden kann. So, und zum Schluss, da kommen wir jetzt dann noch zu einem Produkt. Das ist auch nochmal ganz wichtig, speziell, wenn es jetzt ins Frühjahr geht. Wir hatten einen knallharten Winter, muss man auch dazu sagen. Und da kann ich Ihnen nur empfehlen, da braucht man was, um wirklich alles, was mit Gummi und Dichtungen und Türen zu tun hat, im Auto zu pflegen. Und da kommen wir zu unserem Gummipfleger. Und der Witz ist auch mal wieder für ein sensationelles Geld von einem Markenhersteller, nämlich wieder von unserer Firma Sonax. Ja, und da geht es jetzt tatsächlich speziell um die Gummiteile. Und wenn ich mir jetzt mal so ein Auto anschaue, dann fallen mir natürlich in allererster Linie die Türdichtungen ein, die jetzt im Winter wirklich gelitten haben. Da, wo es reintropft, wenn man sich nicht drum kümmert oder wo es dann reinzieht, wie diese komischen Pfeifgeräusche im Auto. Ganz genau da. Und natürlich die größten Gummiteile am Fahrzeug, die Pneus, die Reifen. Ganz genau. Und wenn ich jetzt hier sage, ich möchte mein Auto einfach wieder auf einen Neuzustand bringen, das heißt die Wangen von den Reifen, oder wenn sie vielleicht mal irgendwo jetzt viel trocken gefahren sind mit Staub, waren vielleicht mal jetzt irgendwo schon am Baggerweiher und sagen sich, die Reifen sehen total staubig aus, dann hier mit unserem Gummipflegespray. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal, wie hocheffektiv das wirkt. Und da schauen wir jetzt mal hier unten auf den Reifen. Was wir da schön sehen können, ist hier natürlich an den Seiten auch so der ganze Dreck, der von den Autoreifen drauf ist. Und das sieht natürlich nicht wirklich schön aus. Nee. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen ganz einfach unser Reinigungsspray und arbeiten hier einfach mal. Och, guck dir das an, der sieht ja fast aus wie neu. So, und das ist der Effekt, den ich hinkriege. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann noch ein Mikrofasertuch habe und sage, ich streiche einfach noch mal drüber, dann kriegen wir am Schluss diesen Effekt. Schauen Sie sich das mal an. Guck dir das mal an. Im Vergleich zu der Lauffläche ist das aber ziemlich beeindruckend, was wir gerade sehen hier. Das ist ein komplett neuer Reifen. Und so soll es aussehen. Und dann ist natürlich gleichzeitig auch wieder die Oberfläche von dem Gummi versiegelt. Schauen Sie mal, was ich jetzt runtergeholt habe hier. So, das ist das, was runterkommt. Boah. Und Tatsache ist, dass ich hier mit der Versiegelung eben wirklich dem Gummi Elastizität zurückgebe. Gleichzeitig bleibt er auch, also bei älteren Türdichtungen ist es so, die fangen irgendwann an, einfach dadurch das Aushärten an, dünn zu bleiben. Genau das, was du gerade sagtest, pfeift irgendwo hinten. Und damit kann ich eben hier, das riecht auch wieder so gut, kann ich natürlich hier perfekt meine ganzen Gummis, ob das jetzt Motorhaubendichtungen sind, ob das Kofferraumdichtungen sind, alle mal einfach weich machen, pflegen, damit eben keine Windgeräusche im Auto entstehen. Weil bei vielen Leuten, die sagen, ja, in meinem Auto pfeift es, liegt es tatsächlich am Schluss wirklich meistens an den Dichtungen, die eben alt, porös sind oder eben nicht gepflegt worden sind. Man merkt das ja auch im Winter, ich sag mal, bei unbehandelten Gummis, gerade so im Türbereich. Wenn ich dann wirklich bei Minustemperaturen versuche, mal die Tür aufzumachen,
Ja, und dann ist der Gummi natürlich hinüber und dann muss man sich wieder einen neuen besorgen oder man lässt es bleiben, dann regnet es rein und dann fängt es an zu pfeifen. Ganz Wenn genau. ich so einen Gummi tatsächlich pflege im Vorfeld und das schon im Sommer oder im Frühjahr oder was, dann bleibt der natürlich auch im Winter jetzt bei Frost nicht mehr wirklich haften. Da kriege ich die Tür vernünftig auf und weiß, dass ich nicht mehr Geld an die Hand nehmen muss, um mir einen neuen Gummi zu kaufen. Wir haben nämlich hier in diesem Spray auch ein sogenanntes kleines Trenn oder einen Anteil an Trennmittel drin. Das bedeutet, wenn ich die Gummis bearbeitet habe, fangen die nicht mehr an zu kleben, werden geschmeidig, werden wieder weich und können aber auch nicht aneinander anlegen. Und das ist das ganz Wichtige und das sollten Sie vor jedem Winter oder auch mal ins Frühjahr reinmachen. Gerade im Sommer bei den hohen Temperaturen im Auto kann es sein, dass solche Schaumstoffe, Kunststoffe oder eben auch Gummis nochmal anfangen, ihre Lösungsmittel auszudämpfen. Das ist ganz normal, das passiert im Laufe der Jahre einfach bei solchen Gummidichtungen. Und hiermit kann ich das wunderbar auffangen und sagen, das bleibt alles geschmeidig. Und vor allem, wenn es mal jemanden gibt, der Ihren Gebrauchtwagen kaufen will und der macht die Türen auf und sieht die Gummidichtungen, die alle tipptopp gepflegt sind, dann weißt du, da war jemand da, der sein Auto wirklich gepflegt hat. Weil das ist so der dritte, vierte Blick, wo ich immer sehen kann, hat sich jemand um sein Auto gekümmert oder nicht. Ja, und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also ein Aufbereiter nimmt natürlich auch für solche Sachen richtig gutes Geld. Ja. Hier kann man wirklich einfach mal 6 Euro, noch nicht mal 6 Euro an die Hand nehmen. Das ist eigentlich unglaublich. In der Flasche ist auch 300 Milliliter drin. Hält ewig. Und übrigens sind das auch die Effekte, die Sie tatsächlich von den Neuwagen kennen. Wenn Sie mal in einem schönen Autohaus sind, die ganzen Autos stehen da, sind natürlich auch mit Wachsen und dergleichen dann vorbereitet. Natürlich. Und Sie haben also auch diesen Sprühaufsatz für die Reifen, damit sie eben schön schwarz sind, damit der Kontrast deutlich rauskommt. Das können wir hier mit unserem Spray natürlich ganz genauso. Und das für unter 6 Euro. Auch dafür für Sonax natürlich wirklich weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Ja, definitiv. Ja. Also, ein komplettes Paket, ein Sammelsurium an perfekten Pflegeprodukten. Ich meine, das, glaube ich, spricht hier absolut für sich, was man hier sieht. Auch Thematik hier Reifen, das können Sie natürlich an jedem Gummi machen. Und wir haben es vorhin auch an dem Felgenreiniger gesehen, funktioniert perfekt. Ich gehe davon aus, bei der ersten Sendung, die wir heute schon hatten, ist schon die Hölle los gewesen, dass jetzt im Callcenter wahrscheinlich der Teufel tobt. Bleiben Sie dran oder bestellen Sie es unter www.pearl.tv, unsere Pflegeprodukte für ganz, ganz, ganz kleines Geld, damit Ihr Auto weiterhin auch nach außen den Wert erhält, den Sie sich vorstellen. Ja. Also, hält die Gummis elastisch, reinigt sie natürlich aus, verlängert die Lebensdauer und frischt natürlich auch die Farben wieder auf. Genau. Egal, wenn Sie da jetzt ein Auto haben, was von mir schon 3-4 Jahre alt ist, wenn man die Tür aufmacht und hat da diese Ollen, diese ausgeblichenen Gummis da drin, das sieht doch einfach nicht wirklich schön aus. Ich denke, wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie Ihr Auto von ganz hinten bis nach ganz vorne vernünftig herrichten können, sodass der Sommer kommen kann, sodass man auch gerne mit der Familie mal unterwegs ist und sich nicht schämen muss für die alte schäbige Kiste, die man da unterm Hintern hat. Bestellnummer ist die PV7237 und die 569. Der Preis für unsere Sonax-Gummipflege liegt bei unter 6 Euro. Tja. So. Ehrlich? Fassen wir mal zusammen, oder? Ich bin definitiv jetzt erstmal so weit, dass ich sage, mein Job ist getan. Carsten fasst für Sie jetzt in aller Ruhe nochmal alles perfekt zusammen, damit Sie auch wissen, was Sie bestellen müssen. Egal, ob das jetzt unser Viererset ist, ob das jetzt unser Wet Polish ist, was auch eine ganz coole Nummer ist geil, oder eben die Sonntagsprodukte. Schauen Sie sich's an, schreiben Sie sich auf, was Sie brauchen, bestellen Sie heute noch und dann fangen Sie nächstes Wochenende an, Ihr Auto mal richtig schön auf Vordermann zu bringen. Genau, denken Sie dran, nächste Woche ist Feiertag und wir fangen an mit der Premium Autopflege. Das war die Schönheitskur fürs Auto, Sie erinnern sich, das war unser Four-Pack quasi für die Autopflege. Ja, wenn Sie damit durch sind, holen Sie den Sixpack aus dem Kühlschrank und dann wird erstmal angestoßen auf das schöne Ergebnis, wenn das Auto blitzeblank in der Einfahrt steht, wenn die Köpfe fliegen, wenn die Nachbarn denken, hey, neues Auto am Start. Ja, dann wissen Sie ganz genau, da haben Sie was richtig gemacht. So, wir gucken noch mal eben drüber, was wir Ihnen alles angeboten haben. Da war eine ganze Menge mit dabei. Wer das Rundum-Sorglos-Paket haben möchte, wer sagt, pass mal auf, ich möchte einmal zugreifen, dann möchte ich mein Auto von vorne bis hinten vernünftig sauber machen können, dann greifen Sie hier bitte zu. Mit der Bestellnummer PV7022 und der 569 für unter 13 Euro. Das vierteilige Autopflegeset für die Felgen, natürlich für die Fliegen, für die Politur und natürlich auch für den Cockpit-Bereich würde ich auf jeden Fall bestellen für unter 13 Euro, je 500 Milliliter pro Flasche Inhalt. Dann haben wir natürlich auch unseren Autopflegeschwamm kennengelernt. 2 Stück bekommen Sie von uns im günstigen Doppelpack für unter 9 Euro. 12,5 cm vom Durchmesser, also wirklich ein perfekter Make-up-Schwamm für Ihr Auto. Egal, ob um Politur aufzutragen oder von mir aus auch mal eine Versiegelung oder einfach mal den Innenraum sauber zu machen. Perfekt mit der PV7509 und der 569 für unter 9 Euro. So, dann haben wir Ihnen natürlich auch die Crystal Polish Autopflegepolitur vorgestellt. Das ist für den Nassglanz wie im Autohaus. Die ganzen Showcars, die Sie auf der Messe mal so bewundern, die haben genau diese Pflege drauf. Ob es jetzt der Hersteller ist, weiß ich nicht, aber genau so eine Art von Pflege verwenden die. Wenn Ihnen das gefällt, ist das genau der richtige Artikel für Sie. Die PV7500 mit der 569 für unter 15 Euro, 473 Milliliter sind drin, übrigens ausgesprochen ergiebig. So, und dann haben wir natürlich auch diese coolen Dinger gesehen. Das waren die Wasch- und Polier-
Pads, so haben wir sie genannt. Die sind ein wenig gepolstert, sodass man hier wirklich perfekt hier Politur auftragen kann oder auch mal Wachse abtragen kann. Perfekt für die Autopflege. Für unter 4 Euro würde ich nicht nur einen bestellen, da packen Sie gleich 2, 3 Stück in den Warenkorb. Bestellnummer ist die PV7351 für unseren Wasch- und Polierhandschuh, sehe ich gerade. Ganz genau, ja. So, und dann haben wir die Glanzpolitur kennengelernt für die Kfz-Lackpflege. Denken Sie bitte nicht nur an Autos, denken Sie auch an Motorräder, an Fahrräder, an Quads, an alles, was Lacke hat. Hier mit der PX7531 und der 569 für unter 7 Euro. Perfekt für alte, verwitterte Lacke, für ältere Fahrzeuge. Das holt nochmal richtig den Glanz wieder raus. Auch hier sind 500 Milliliter drin. Extremst ergiebig, da werden Sie nicht nur einmal, da werden Sie mehrmals mit drüber gehen können. So, dann haben wir die Armada mit den Wachsen angefangen. Das war Spezialwachs mit der PX7532 und der 569. Speziell natürlich auch für etwas modernere Fahrzeuge, für etwas neuere Fahrzeuge, denn die Lackpflege beginnt mit dem ersten Tag. Ja, PX7532, 569 für unter 7 Euro hat natürlich auch den positiven Effekt, dass Fliegen und Verschmutzungen nicht mehr so leicht haften können und der Lack wird schlichtweg versiegelt. Das Poliertuch, das Ultimate Wipe haben wir kennengelernt, auch das ein richtig cooles Teil, das Mikrofaserpoliertuch fürs Auto. Mikrofaser würde ich im Autobereich immer empfehlen, grundsätzlich zur Pflege, im Auto sowieso. Gründlich und weich für schonendes Polieren ist die PV7505 und die 569 für unter 9 Euro. 40x40 groß und natürlich maschinenwaschbar. Da bitte nicht nur eins, sondern vielleicht sogar 2 oder 3 Stück bestellen. Dann haben wir den Sonax Hartwachs kennengelernt mit der PV7364 und der 569 für unter 11 Euro. Mit dem Kanauberwachs ist wirklich alles mit drin, was man haben möchte zum Schutz vor Witterung. Natürlich entfernt er auch die ganzen Teerflecken und dergleichen. Auch hier ist ein 1/2 Liter drin, kommen Sie ewig mit hin. Dann haben wir, und das finde ich gigantisch, das Teil, man muss nur die richtige Idee haben, das Windschutzscheibenwunder kennengelernt. Sie müssen sich nie wieder verrenken, damit Sie Ihre Scheibe von innen ausreinigen können, egal ob das Staub ist, egal ob das andere Verschmutzungen sind, von mir aus mal der Sabber vom Hund oder auch der Nikotin von Ihrer Zigarette. Damit kriegen Sie es weg. SD505 und die 569 für unter 4 Euro. Und dann haben wir natürlich last but not least den Sonax Gummipfleger kennengelernt. 300 Milliliter Inhalt, längeres Leben für alle Pkw-Gummiteile mit der PV7237 und der 569. Auch hier keine 6 Euro vom Preis her. So, das ist es eigentlich auch schon. Ich sage Dankeschön an unseren Mann am Auto, Dankeschön an den Kai, Dankeschön an Sie für Ihre zahlreichen Bestellungen und ganz viel Spaß bei der Autopflege.